und die Wand da hinten, wie dann auch zu sind. Dann baue ich den Aussichtsturm und schaue, wie von oben die Landschaft aussieht. Das könnte ich auch von diesem Berg machen. Der ist relativ hoch. Der ist über der Wolkengrenze. Da muss ich aber aufpassen, dass möglichst wenig Wolken da sind. Weil sonst wäre das auch wiederum irgendwie etwas dämlich. Aber gut. Kann man jetzt dann auch relativ wenig gegen machen. Aber hoffe ich einfach mal auf eine Wolkenlücke. Oder ich baue einfach wirklich zuerst den Turm. Wobei ich bei einem Turm jetzt zum Beispiel auch nicht wüsste, wie ich ihn am besten bauen soll. Für den Turm halt fällt mir halt wirklich jetzt keine gestalterische Idee ein, die mir auf Anhieb zusagt. Das Einzige, was ich jetzt theoretisch mal probieren könnte, dazu ist halt, wäre mich einfach mit Erde hoch zu stacken. Aber nee, ich glaube, ich werde dann wirklich auf den Berg da vorne gehen und einfach mal schauen, wie die Ebene so aussieht. Ich denke, das ist das Praktischste zu dem Ganzen hier. Aber ich arbeite mich jetzt von hinten nach vorne. Das heißt, ich mache jetzt erstmal das zu Ende, was ich angefangen habe. Das wäre in dem Fall dort hinten den Abhang runter. Müsste ich dann eigentlich Stein für den Weg mit planen? Wenn ich ihn denn hier mit anlege, denn das Problem hier wäre, der würde dann irgendwo hier laufen und dann ja quasi unmittelbar hier am Wasserfall vorbei. Der jetzt natürlich hier ziemlich stark auffällt, dass er künstlich ist. Dann müsste ich eigentlich noch eine Wand aufschütten, eine künstliche, und dann den ganzen Boden machen, dann Wasser reintun, dann den Boden wieder wegmachen, dann haben wir hier einen See. Ja, oder wir machen das hier irgendwann mal später etwas schöner. Dass es da dahin wirklich ein bisschen reingeht. So wie hier diese Höhle. Dass ja keine so gerade kalt ist wie jetzt, weil wirklich so ein bisschen Bogen und dann höhlen wir sich rein. Dann kommt man in das, was man, wo man von hier aus momentan sowieso noch reinkommt. Wow. Ich muss mich entschuldigen, ihr seht gerade original nichts. Ich sehe auch nicht viel mehr. Aber das beleuchtet. Das wäre megamäßig cool. Dann mache ich hier erstmal eine provisorische Cobblestone-Spur hin, mit der ich halt dann den Weg hier quasi weiterführen kann. Später mal. Dann auf der anderen Seite auch noch so 2-3 Blöcke Gras hin. Und dann war es das schon wieder. So,
so muss ich das dann vorstellen. Also haben wir hier quasi so ein bisschen etwas flacher Riss und dann geht es hier vorne explizit hier in diesem Hang sehr, sehr steil nach unten. Das werde ich dann auch mit dem Weg hier quasi thematisieren. Und dann hier vielleicht 3, 4 Blöcke so nach außen. Dann hier sehr, sehr, sehr nah am Pseudo-Abgrund. Sage ich jetzt mal, also mit möglichst wenig Platz. Dass ich halt im Zweifel den Weg etwas halt dann nach innen reinlege. Autsch. Oh, warst du nicht mal falsch waren, das ist schön. So, hier ist natürlich jetzt der Übergang. Der muss einigermaßen rund sein natürlich. So. Und jetzt halt hier machen wir es halt irgendwie hier allgemein im Gelände. Es ist eine sehr steile Wand runter. Die man sonst eigentlich im natürlichen Vorkommnissen in den heutigen Minecraft-Welten eigentlich so fast gar nicht mehr findet tatsächlich. Solche Steilwände, wie sie hier vorkommen. Entweder man findet welche, wo es zwei oder mehrere Blöcke auf einmal nach unten geht. Oder welche, wo es in alle 3, 4 Blöcke ein nach unten geht. Aber wo wirklich nahezu jeder Block eine Etage tiefer ist. So, es wird quasi vom natürlichen World Generator nicht generiert. Gefühlt. Ich kenne zumindest kaum welche, wo das eben so ist. Außer mit viel Glück im Extremis-Biom. Man, das ist auch nicht selbstverständlich. Außerdem liegt da dann halt auch immer wieder Schnee drauf. Das heißt, da sieht man sowas dann auch eher schwieriger. Und hier vorne kann ich dann halt auch schon relativ früh hier auf die eigentlichen Dingsen, die eigentliche auf den eigentlichen Boden aufschließen, was sehr gut ist. Den Baum da unten müssen wir dann allerdings wieder fällen, der steht im Weg. So. Dann ist hier quasi der weiterführende Weg. Doch, das ist eigentlich sehr zu meiner Zufriedenheit, wie das hier aktuell aussieht und sich entwickelt. So kann ich gut damit mich anfreunden. Auch wieder zwei. Mal ein bisschen zusätzlich sowas rein. So. Also geht das hier immer weiter nach unten. Man sieht ja schon, es wird irgendwie automatisch schon etwas immer flachere Ausläufer dann. Ja,
Jetzt muss ich hier allerdings mal kurz etwas nach unten graben. Das ist doch viel Holz. Ein größerer Baum. Oh, dazu kann man Fichten setzen mit Gott. Den holen wir uns gleich mal. Kam jetzt bei den Alpha-Bäumen jetzt hier, die wir heute, also das heißt heute, die wir letztens alle gefällt haben, im Zuge der Bauarbeiten, nicht so häufig vor, dass wir Spruce bekommen haben. Setzlinge. Immer nur Eiche und Birke. Ich deswegen nicht weiß, wie gut die Droprate davon ist. Haben wir zumindest einen Setzling auf Vorrat und müssen nicht hoffen. Müssen nicht glauben, dass die Bäume, die wir alle angepflanzt haben, die Vernichtung unseres Spruce-Setlinge war. So. Und fertig. Wenn nicht dahin. Dann nehmen wir einfach so wieder mit. So, der hier wäre fertig. Und hier noch quasi das rein, wo... der Weg hin soll, beziehungsweise der Weg unterbrochen werden soll. Wir halt Kies brauchen. Da geht ja dann der Weg zum Aussichtspunkt hoch, den ich erstmal bauen muss. Davon mal abgesehen, aber. Vom Prinzip geht er der Weg zum Aussichtsturm hoch. So eine steile Wand, wie ich jetzt hier gebaut habe, kommt dann noch auf die Seite. Da vorne kommt eine Ebene und zwischen den Bergen auch wieder so eine steile Wand. Was macht denn das Huhn hier drin? Raus da! Das ist ein Wohnhaus und kein Stall. Ha, also, wirklich jetzt. Sachen gibt's. Gibt's ja gar nicht. Jetzt habe ich in der Nacht ganz vergessen zu trinken. Das ist natürlich ungünstig. Oh. Jetzt ist natürlich die andere, mich juckt's am Ohr, Entschuldigung. Die andere Sache ist jetzt natürlich noch, was wir zuerst machen. Hier oben. Oder da hinten die Seite. Ist jetzt in dem Fall, wo ich gerade stehe, relativ gleich, weil, was ich vorhin gemeint habe, dass ich auf jeden Fall zu diesem Hügel da vorne plätte. Mache ich sicherlich nicht. Ich passe mich hier. Nachdem wir hier eh schon einen natürlichen Berg haben, verlaufe ich quasi mit diesem Berg und ziehe hier einen Wall in diesem Stil hier rüber. Das erscheint mir definitiv einfacher und schneller. Deswegen mache ich das so.